Hallo Sushi-Liebhaber, heute zeige ich euch mal wieder ein Rezept für Sushi, was klasse schmeckt und auch noch super aussieht. Das haben wir schon häufiger gemacht, allerdings heute mal ein ganz einfaches Rezept. Einfache Zutaten, wirklich einfach auch zu machen. Und der große Vorteil ist, ihr benötigt keinen rohen Fisch. Ich lese ganz häufig unter den Kommentaren von meinen Videos, roher Fisch ist nicht jedermanns Sache, das ist klar, aber viele haben auch einfach keinen guten Markt in der Nähe, wo sie das kaufen können oder wissen nicht, wo sie es bestellen können, sind sich da ein bisschen unsicher. Und deshalb gibt es jetzt heute mal ein leckeres Sushi ohne rohen Fisch. Viel Spaß dabei! Los geht's mit den Zutaten, die wir benötigen für das Sushi. Wir haben hier rechts einmal den gekochten und gewürzten Sushi-Reis nach meinem Standardrezept. Dann haben wir für ein bisschen Dekoration hier eine Gurke. Wir haben, damit es noch ein bisschen knackiger und frischer wird, ein bisschen Frühlingszwiebel, da werden wir aber nur ein kleines Stück nehmen, auch nur diesen grünen Teil hier oben. Dann, wie immer, ein bisschen Nori-Alge auf der Seite. Und zum Würzen habe ich ein bisschen Wasabi, in dem Fall mal hier in Pulverform, mal was anderes probieren. Und der verteilt sich gleich auch einfach ein bisschen schöner in der Füllung, die wir zubereiten werden. Die Füllung besteht hauptsächlich aus Muscheln, das sind sogenannte Venusmuscheln, ich zeige die euch mal. Auf Italienisch heißen die Vongole, daher kennt man die vielleicht aus Pasta-Rezepten oder von Pizza. Zu Deutsch, wie gesagt, Venusmuscheln. Und die sind sehr, sehr klein. Ich kann die euch mal zeigen, also wenn ihr hier reinschaut, das sind ganz, ganz viele. So groß ist ungefähr eine Muschel. Diese Venusmuscheln haben einen sehr, sehr leckeren, aber eher leichten und dezenten Geschmack. Und ihr seht ja auch an den Zutaten, ich nutze jetzt nichts, was wirklich sehr, sehr kräftig im Geschmack ist. Keine Chili-Soße oder auch keine Mayonnaise. Einfach, dass diese Muscheln ein bisschen im Vordergrund stehen können. Eine Zutat fehlt uns jetzt allerdings noch. Das ist eine Zitrone, aber die werden wir uns jetzt abholen. Ich hatte es euch ja angekündigt, die Zitrone fehlt noch. Und hier haben wir einen super Zitronenbaum. Den habe ich jetzt seit mittlerweile um die 2 Jahre. Und der ist schon ja, fast doppelt so groß, wie er vorher war. Und er hat auch schon ein paar richtig leckere Früchte getragen. 2, 3 habe ich schon davon gegessen. Und jetzt wird es Zeit, die nächste zu ernten. Ich habe mich entschieden, ich werde die hier hinten nehmen. Die ist die allerreifste, die sieht richtig klasse aus. Und die werden wir jetzt mal hier schön abschneiden. Wunderbar. So sieht die aus. Schön gelb. Wunderbar. Und daraus werden wir jetzt ein richtig leckeres Sushi machen. So, jetzt haben wir endlich alle Zutaten beisammen. Die Zitrone ist auch hier. Und ich werde damit beginnen, dass wir das Topping für die Gunkan Maki machen. Die Muscheln sind im Prinzip soweit so gut. Die habe ich einfach im Glas gekauft, einfach die Flüssigkeit abgießen und die Muscheln sind im Prinzip fertig. Die sind schon vorgekocht und die sind auch sonst nicht weiter gewürzt mit irgendwas. Deshalb beginnen wir jetzt mal mit dem Wasabi. Das geht mit so einem Löffelrücken eigentlich ganz gut auf. Das Pulver sieht so aus. Ich werde bald nochmal ein Video machen, was Wasabi wirklich ist. Da werde ich auch nochmal das Pulver hier ein bisschen genauer vorstellen und auch die Paste, die ich sonst immer benutze. Da werden wir jetzt auch gar nicht so viel davon nehmen. Ich nehme mal vom Rücken von so einem kleinen Löffel, werde ich einfach 2 so kleine Mengen hier nehmen. Das soll auch schon reichen. Ich will es ja nicht wirklich scharf haben, einfach nur ein kleines bisschen Gewürz. Weiter geht's mit der Frühlingszwiebel. Ich hatte es am Anfang ja schon gesagt, wir werden davon gar nicht viel brauchen. Ich schneide mir hier von dem Grünen ein bisschen was runter und die Menge ist schon ausreichend. Hier hinten kommt ein bisschen was weg, das sieht nicht mehr ganz so frisch aus. Und jetzt werden wir zunächst die Frühlingszwiebel mal längs aufschneiden, relativ fein. Ich möchte nämlich wirklich kleine, feine Stücke da drin haben. Ich finde, es schmeckt A besser und B, wenn wir gleich die Gunkan Maki füllen und wir haben zu große Zutaten, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Deshalb auch kleine Muscheln, super klasse. Ich hatte ja schon mal ein Video gemacht mit Miesmuscheln. Das funktioniert auch, die sind ja deutlich größer. Allerdings muss man da die Muscheln im Prinzip, ich sag mal, einzeln abzählen und wirklich einzelnes Gunkan Maki legen. Die Frühlingszwiebel ist jetzt schön klein gehackt und die werde ich komplett zu den Muscheln geben. Und ihr seht es ja jetzt schon hier vom Mengenverhältnis, ist wirklich nicht viel von der Frühlingszwiebel. Also gerade so ein kleines bisschen, das gibt eine leichte würzige Note da rein, aber ja, das ist einfach nicht so stark, dass die Muscheln daran dann untergehen würden und man die nicht mehr schmecken würde. Damit ist die Füllung schon fast fertig. Eine Sache fehlt natürlich noch, die Zitrone. Davon werde ich jetzt ungefähr so ein Drittel nehmen.
Und schaut mal rein, wie die aussieht. Die hat sich schon ein bisschen hohl irgendwie angehört. Die hat überhaupt gar keinen Saft. Das heißt, hier können wir nichts ausdrücken. Macht aber nichts. Zu einem wollte ich die Zitrone nämlich auch haben für den Abrieb. Den können wir hier wunderbar nehmen. Und ich habe Gott sei Dank vorgesorgt für den Zitronensaftersatz. Nehmen wir einfach eine Zitrone aus dem Supermarkt. Ganz einfach. Jetzt fange ich aber erstmal damit an, dass ich hier ganz leicht mir so ein paar Spalten runterschneide und wirklich möglichst dünn, ihr seht es ja hier, dass auf keinen Fall irgendwas Weißes dran haftet. Weiter geht's mit so einer kleinen Zitrone hier aus dem Supermarkt. Ich nehme einfach davon die Hälfte und jetzt steche ich hier mal ein bisschen rein, dass sich der Saft gleich ein kleines bisschen besser löst. Und jetzt können wir damit auch schon die Muscheln würzen. Mit der Vorbereitung sind wir fertig. Das heißt, wir können jetzt das Sushi formen. Ich nehme jetzt hier aus meiner Vorratskiste ein bisschen Nori-Alge raus. Die habe ich dafür, dass die Nori-Alge einfach nicht so viel Luftfeuchtigkeit zieht und dadurch matschig werden könnte. Das heißt, ihr seht ja, die ist noch richtig schön knusprig. Jetzt schneide ich entlang von diesen Rillen, die hier eingeprägt sind, mit dem Messer. Ich habe euch ja schon mal ein ausführliches Video gemacht, wie man Gunkan-Maki macht. Da bin ich noch auf viele, viele weitere Sachen eingegangen. Das kann ich euch gerne einblenden. Das heißt, wir haben jetzt hier so einen Streifen. Der Rest kann mal an die Seite. So, die Hände sind ein kleines bisschen befeuchtet. Ich nehme jetzt hier rechts ein bisschen Sushi-Reis raus. Gerade so eine Portion. Und das drücken wir vorsichtig. Betonung mal vorsichtig. Also ihr wollt es nicht zermatschen. Ihr wollt es ganz leicht in eine Form drücken. Und ihr seht auch, die einzelnen Reiskörner sollten auf jeden Fall erhalten bleiben, nicht dass es so eine Matsche wird. So ist schon ausreichend. Das platzieren wir jetzt hier direkt mal auf dem Brett. Eine Sache ist mir aufgefallen: Ihr solltet die Nori-Alge auf jeden Fall nicht hier in feuchte Bereiche legen, wo noch ein kleines bisschen Zitronensaft ist, sonst wird die so ganz wellig und krumpelig. Deshalb hier jetzt ein neues Blatt von der Nori-Alge und es wird einfach hier außen rum geschlagen. Mit einem kleinen bisschen Spannung, nicht zu doll und damit ist im Prinzip die Grundform schon fertig. Bevor wir das Gunkan Maki jetzt füllen, werden wir noch ein kleines bisschen Dekoration vorbereiten. Dafür schneide ich mir jetzt hier ein Stück von der Gurke ab. Und das werden wir ich zeige es euch mal so, in wirklich feine Streifen schneiden. Das Äußere kann weg. Und jetzt werden wir hier ein paar feine Streifen runterschneiden. Das ist schon ausreichend. Und jetzt werden wir die von oben noch so ein kleines bisschen einschneiden im 45-Grad-Winkel. Damit müsst ihr mit der Hand ein bisschen hier stützen, aber passt auf, dass ihr euch nicht schneidet. Ein scharfes Messer hilft dabei definitiv. Und dann können wir das hier so ein bisschen auffächern und schon mal hier oben reinsetzen. Je nachdem, wie groß ihr das Gunkan-Maki macht, passt das so. In meinem Fall, ich glaube, ich nehme einfach unten nochmal, ja, so ein gutes Viertel weg. Damit ist der Anteil von der Gurke einfach noch ein bisschen kleiner und ich denke, das ist geschmacklich dann noch ein bisschen besser. Fast fertig, eine Sache ist noch offen. Und zwar müssen wir das Gunkan Maki jetzt noch natürlich noch füllen. Ich rühre dazu nochmal hier ganz kurz um, dass die Zitronenmarinade wirklich an jedem Stück dran ist. Und jetzt nehmen wir uns hier so ein Teelöffel und füllen damit das Gunkan Maki. Kann man ruhig mit den Fingern so ein bisschen nachhelfen, sonst fällt da relativ viel raus. Das kann auch noch mit. Und jetzt werden wir nur noch als Dekoration obendrauf ein ganz kleines bisschen von der Zitronenschale legen. Auch die schneide ich in kleine, dünne Streifen. Das mache ich nicht nur, weil es dann besser aussieht, sondern auch, weil es deutlich besser zu essen ist, finde ich. Also große, dicke Stücke von der Zitronenschale. Ja, ich finde, die sind immer ein bisschen schwierig zu essen. Das ist nicht ganz mein Fall. Die nehmen wir jetzt und streuen die einfach so ein bisschen wild hier oben drauf. Und damit ist das erste Sushi schon fertig. Das Sushi ist jetzt fertig, bereit zum Probieren. Ich freue mich schon riesig. Ich hoffe, ihr macht es mal nach. Das waren jetzt wirklich einfache Zutaten. Und wie schon gesagt, diese Wonjolé oder Venusmuscheln, die bekommt ihr in fast jedem mittelgroßen oder auch kleinen Supermarkt schon. Die gibt es in so kleinen Gläsern, in dieser Lake eingelegt.
Wenn ihr die Venusmuschel nicht bekommt, nehmt einfach irgendwelche anderen Muscheln. Vom Geschmack her ist es ähnlich und ihr könnt auch was Ähnliches draus machen. Ich gebe euch nur einen kleinen Tipp, was mir eben aufgefallen ist. Wenn ihr das Sushi zubereitet, dann esst es relativ schnell danach. Das ist zwar bei jedem Sushi eigentlich wichtig, bei dem aber besonders, weil da noch ein bisschen mehr Soße dabei ist und dadurch wird diese Alge einfach ein kleines bisschen zäher. Ich habe jetzt hier ein Stück Sushi. So sieht es aus, ich zeige es euch mal aus der Näherung. Richtig gut, finde ich. Ich habe mir ein bisschen Sojasauce dazu genommen, bisschen zum Einstippen und jetzt, wir werden mal probieren. Wirklich wahnsinnig frisch und belebend, dieses Sushi. Natürlich durch den Zitronensaft eine feine Säure, schmeckt wirklich klasse. Aber was man sagen muss, auf jeden Fall die Zitronenschale gibt auch nochmal einen ganz besonderen Geschmack an das Sushi ab. Die Muscheln, nichtsdestotrotz, stehen ziemlich im Vordergrund, haben einen klasse Eigengeschmack. Die Frühlingszwiebel, die dabei ist, ganz dezent im Hintergrund, genauso wie der Wasabi, der ist auch nur ganz dezent, also den schmeckt man fast kaum. Wenn ihr ein bisschen mehr Wasabi wollt, nehmt einfach ein bisschen mehr. Bei mir war es jetzt einfach wichtig, dass die Muscheln so ein bisschen das Highlight von dem ganzen Sushi sind. Wenn ihr es nachmachen möchtet, ich habe euch das Rezept auf meiner Homepage sushi-liebhaber.de verlinkt und da sind auch genau die Mengenangaben, die ihr benötigt, also die Menge an Muscheln zur Menge an Zitronensaft und so weiter. Ihr konntet es bestimmt in dem Video schon relativ gut sehen, aber wenn ihr dann einkaufen geht, könnt ihr einfach diese Liste mitnehmen, kauft die Sachen ganz einfach. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Kanal. Ich bringe jede Woche ein neues Video raus und es gibt auch ganz viele unterschiedliche Rezepte, so ein bisschen Fusion, japanisch, so wie heute, aber auch klassisch japanische Rezepte oder ganz kreative Rezepte. Und darüber hinaus versuche ich immer auch noch so ein bisschen Hintergrund zu vermitteln. Das wird in den nächsten Videos vielleicht ein bisschen mehr im Vordergrund stehen. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.